Vor kurzem hatte ich den Genetiker Herrn Dr. Löning zu Gast hier und wir haben uns beschäftigt mit Evolution und Darwinismus. Im Gegensatz dazu habe ich mir heute einen Gast eingeladen, Herrn Professor Dr. Kutschera, den ich an der Stelle ganz herzlich begrüßen darf. Vielen Dank. Um einmal sozusagen eine Gegenposition auszuleuchten, wenn man das so sagen kann. Genau. Herr Professor Kutschera, Sie haben hier dieses Buch veröffentlicht, Evolutionsbiologie. Das Buch ist im Wesentlichen nicht nur sehr interessant, sondern wirft auch Fragen auf, die wir hier in dieser Sendung ein bisschen behandeln wollen. Genau. Ja. Evolution ohne Schöpfergott, intelligentes Design, Herr Professor Kutschera, wie erklärt sich das? Ja, Sie wissen alle, dass bis zum Erscheinen von Charles Darwins wichtigem Artenbuch 1859 über den Ursprung der Arten die Mehrheit der Menschen, auch viele Biologen, an die biblische Schöpfungsgeschichte geglaubt haben. Na, die Erde sei jung, maximal 6.000 bis 10.000 Jahre alt. Und der Schöpfungsmythos, wie der Genesis beschrieben, wäre eben ein historischer Tatsachenbericht. Daraus resultiert dann das kreationistische Weltbild, also sprich die Annahme, die Lebewesen wären erschaffen worden durch übernatürliche Akte eines männlichen, gasförmigen Wirbeltiers, den wir den Gott der Bibel nennen, während eben das Szenario der Biologen, alles hat sich quasi aus Urformen, aus sich selbst heraus entwickelt, abgelehnt wird. Vielleicht noch was zu Ihnen. Ich möchte mal zurückgreifen. In Wikipedia werden Sie also sozusagen gelistet als Evolutionsbiologe und Physiologe, was Sie auch den Lehrstuhl innehaben an der Uni Kassel. Mit was beschäftigen Sie sich eigentlich ganz genau? Vielleicht machen wir mal diesen kurzen Rückblick. Ja, das kann ich in wenigen Sätzen sagen. Ich beschäftige mich konkret seit meinem 10. Lebensjahr, so lang schon, letztlich mit dem Ursprung und der Stammesentwicklung der Organismen, das ist Evolution, wo stammen die Lebewesen her? Und später dann habe ich eben die Physiologie zum Hauptberuf gemacht. Da geht es darum, wie funktionieren die Organismen, nach welchen physikalisch-chemischen Prinzipien und Gesetzen arbeitet eine Pflanze, ein Bakterium, auch der Mensch. In der Physiologie werden sehr viele allgemeine Gesetzmäßigkeiten entdeckt und zugrunde gelegt. Mhm. Also ein sehr breites Gebiet, praktisch die gesamte Biologie umfassend. Der Dr. Wolf-Eckhard Löning, den ich hier zu Gast hatte, hat ja vor einigen Wochen über das Thema Paläontologie und Darwinismus gesprochen. In der Paläontologie gibt es eine große Lücke in der Entwicklungsgeschichte unserer Erde. Und das wird zugrunde gelegt auch als Argument, dass hier eine göttliche Schöpfung möglicherweise stattgefunden hat. In welcher Form auch immer, kann man hier nicht sagen. Was sagen Sie denn dazu? Zunächst müssen wir eines festhalten. Wenn Lebewesen sterben, also wenn wir sterben zum Beispiel, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir oder ihre Hauskatze oder ein Regenwurm oder auch ein Bakterium jemals zu einem Fossil wird, sprich, dass die Leiche in die Gesteinsschicht übertritt, ist die Fossilisation. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr, sehr gering. 99,9999% aller Lebewesen, aller Menschen, aller Tiere, aller Pflanzen, aller Bakterien werden gefressen nach dem Tod, sodass die gesamte Materie einschließlich des Skeletts wieder rückgeführt wird. Das heißt also, Fossilien sind grundsätzlich eine Seltenheit. Zu erwarten, dass es geschlossene Fossilreihen gibt, kann nur jemand, der nicht weiß, worum es da überhaupt geht. Die Fossilisation ist ein extrem seltener Zufall. Zum Beispiel Archaeopteryx, der Urvogel aus der Jurazeit. Da kennen wir 7 Exemplare. Es hat Millionen dieser Urvögel gegeben. Nur 7 sind zufällig in die Gesteinsschicht gelangt. Und davon haben wir eben dann diese 7 gefunden. Mhm. Es kann sein, dass noch ein paar hundert irgendwo schlummern. Man muss sie erst mal finden. Das ist also ein Argument, was ich schlicht und einfach zurückweisen muss. Also Sie bezeichnen die Evolution also sozusagen als eine Tatsache und haben dazu auch eine Grafik in Ihrem Buch aufgedruckt, die ich mal kurz zeigen will. Ja. Vielleicht erklären Sie uns das bitte. Ja, wir sehen zum einen ein paar Grundbegriffe, die Biosphäre, also die mit Lebewesen besetzte Teil der Erde. Dann sehen wir rezente Organismen, das, was heute lebt. Und wir sehen eine Sedimentformation, das heißt also Gesteinsschichten,
in die jetzt wiederum Fossilien, also Überreste ehemaliger Lebewesen, eingelagert sind. Und aus diesen Fossilreihen folgt ganz klar, dass weiter unten fischartige Lebewesen deponiert sind, also ältere Lebewesen darstellen, weiter oben die Vierfüßer auftauchen. Erst Amphibien, dann Reptilien, Vögel, Säuger. Mhm. Und daraus folgt, dass die weiter unten liegenden ehemaligen Lebewesen die Urformen sind, die Vorfahren sind. Mhm. Und jetzt kommt der eigentliche Lehrbuch-Evolutionsbeleg. Wir alle haben Eltern. Unsere Eltern haben wieder Großeltern und so weiter und so weiter. Das heißt, Lebewesen stammen von Lebewesen ab. Zellen stammen von Zellen ab. Die DNA, unser Erbgut, stammt von Vorläufer-DNA. Sprich, wir müssen eine unendlich lange Kette von Generationen abfolgen in die Vergangenheit postulieren, die es auch gegeben haben muss. Denn nie ist ein Mensch aus Schlamm entstanden. Genauso wenig wie ein Regenwurm oder ein Bakterium. Und daraus folgt, dass wir alle aus langen Abstammungslinien abstammen. Die Umwelt hat sich verändert. Und Evolution bedeutet jetzt Abstammung mit Abänderung. Evolution ist also eine ganz klare Tatsache und keine Theorie. Ausgehend von Darwins Thesengebäude, mit dem wollen wir mal starten, hat sich das Ganze natürlich explosionsartig weiterentwickelt. Sie haben die Weiterentwicklung des Darwinismus bis zur Wissenschaftsdisziplin Evolutionsbiologie in einer Lehrbuchgrafik dargestellt. Die möchte ich jetzt auch noch mal kurz zeigen. Vielleicht können Sie die uns erläutern. Wir blenden die gleich ein. Ja, das kann man auf wenige Sätze reduzieren. Das ist ja ganz kompliziert. Ausgehend von Charles Darwins berühmtem Artenbuch, 1859 publiziert, haben Alfred Russel Wallace und August Weismann, berühmte Biologen, die den Neodarwinismus formuliert, das heißt die neodarwinische Theorie der organismischen Evolution. Es folgte daraufhin die synthetische Theorie der biologischen Evolution in den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und heutzutage sprechen wir von einer Wissenschaftsdisziplin, Evolutionsbiologie, genauso wie es eine Biochemie gibt, genauso wie es eine Physiologie gibt und so weiter und so weiter. Und diese Wissenschaftsdisziplin Evolutionsbiologie, in dem Schema dargestellt, kann in zahlreiche Einzeldisziplinen untergliedert werden. Angefangen von der Paläobiologie, Geologie, bis hin zur experimentellen Evolutionsforschung und Computersimulationen. Es geht also hier nicht darum, eine Theorie zu widerlegen oder zu akzeptieren. Es geht darum, wer kreationistische Thesen annimmt, wie es Herr Dr. Lönig tut, der greift eine umfassende Wissenschaftsdisziplin an, die von der Geologie über die molekularbiologischen Analysen bis hin zur Computersimulation reicht. Also ein Frontalangriff auf die Naturwissenschaften an sich. Darum geht es hier. Ja gut, wie ich ja gelesen habe, auch bei Wikipedia, haben Sie zahlreiche Tierarten entdeckt, in Deutschland und in den USA. Ja. Wie entdeckt man dann neue Tierarten? Das ist ja hochinteressant. Ja, man muss sich halt in frühester Jugend, bei mir ging es halt so los mit 10, 11 Jahren, mit dem Thema beschäftigen. Ich habe dann 16, 17 angefangen, mich auf bestimmte Tiergruppen einzuschießen und war dann halt in der Lage, mit 25 erstmals eine für Deutschland neue Art zu entdecken. Da geht es um Ringelwürmer, um Anneliden. Das ist ja zu speziell. Ein Biologe, der eben sehr, sehr, sehr viel Detailwissen über bestimmte Tiere oder Pflanzen oder auch Bakterien mitbringt, ist in der Lage, wenn er im Freiland die Flora und Fauna studiert, also was lebt denn hier, Populationen, also Fortpflanzungsgemeinschaften zu entdecken, die aus noch nicht beschriebenen, der Wissenschaft unbekannten Arten zusammengesetzt sind. Diese Artbeschreibungen sind zum Teil sehr aufwendig. Ich habe für manche Artbeschreibungen bis zu 25 Jahre gebraucht. Ja, ich hab die Art entdeckt, ich habe sie erstmal einer bekannten Art zugeordnet, dann kamen Zweifel. Und irgendwann haben wir dann DNA-Sequenzanalysen durchgeführt und da wussten wir, es ist eine unbeschriebene Art. Das Ganze hat natürlich massiv mit Evolutionsforschung zu tun, weil wer eine neue Art entdeckt, fragt sich, wo kommen die her? Wie konnte die entstehen? Und in meinen etwa 10 beschriebenen Tierarten, die ich vorweisen kann, plus Bakterien, plus Myxomyceten, war es immer so, dass ich sagen konnte und schreiben konnte, in der Originalbeschreibung dann, dass diese neue Art
durch geografische Trennung, durch Abtrennung von einer Gründerpopulation vor 2 bis 5 Millionen Jahren entstanden ist. Man kann also auch über die evolutionären Zeiträume in Jahrmillionen, über DNA-Sequenzanalysen, molekulare Uhren, das würde zu weit führen jetzt, rekonstruieren, wann diese noch nicht beschriebene Art entstanden ist. Also zum Beispiel, es gibt eine Freiburger Art, die heißt Heloptella europaea, Kutschera 1987. Es gibt eine Art in San Francisco, die heißt Heloptella californica, Kutschera 1988. Also hinten dran kommt immer der Art der Name des Erstbeschreibers. Ich möchte einfach auf eins hinweisen. Wer Arten entdeckt und beschreibt, betreibt originäre Evolutionsforschung. Der redet nicht nur über Evolution, sondern der erforscht dieselbe aktiv. Bei den DNA kann man dann zurückverfolgen, von welcher ursprünglichen Stammzelle? Also die DNA-Analysen, die wir betreiben, da geht es um mitochondriales Gen, da können wir im Rahmen von bis zu 10 Millionen Jahren rückwärts sagen, die Art hat sich von der nächstverwandten Art vor 5 Millionen Jahren zum Beispiel getrennt. Mit einem Fehler von 10%, so etwa. Das ist die sogenannte Divergenzzeit, also wann sich die Arten auseinanderentwickelt haben. Eine Aussage von Herrn Dr. Löning war ja, dass es in der Evolutionsreihe, sagen wir mal in den ganzen Fossilien, das haben wir ja schon angeführt, große Lücken gibt, womit dann die Evolutionstheorie, die Sie postulieren, nicht bewiesen wäre. Und Sie haben mein Schema der Menschwerdung im Lehrbuch veröffentlicht. Ich halte es auch mal wieder hoch. Vielleicht können Sie das auch mal erläutern. Ja, also die Hauptattacken der meist religiös motivierten Kritiker der Evolutionsforschung lautet eben, der Mensch hat sich doch nicht aus affenähnlichen Urformen entwickelt. Wir sind quasi eine Sonderschöpfung des intelligenten biblischen Designergottes. In diesem Lehrbuchschema können Sie das Puzzle Menschwerdung mal sehen. Ausgehend von Sahelanthropus tschadensis, einer etwa 7 Millionen Jahre alten afrikanischen Art, haben sich einerseits im Urwald in Afrika die affenartigen Primaten entwickelt, hin zum Schimpansen, unsere nächste verwandte Art. Und dann in der Savanne, das heißt also durch Auswanderung, durch Verlassen des Urwaldes, ja, und Anpassung an die Savanne, die Menschen über verschiedene Homo-Spezies. Das Ganze ist natürlich lügenhaft. Man kann aber dennoch sehr schön in groben Zügen anhand der vorhandenen Fossilien wie auch anhand von DNA-Sequenzanalysen, können wir gleich mal ansprechen, die Abstammung des Menschen von einer affenartigen Urform, die vor 6 bis 8 Millionen Jahren im afrikanischen Urwald gelebt hat, plausibel machen. Da gibt es überhaupt keine Zweifel dran. Es sei denn, man bringt weltanschauliche Bedenken mit ein. Man kann also das Tier-Mensch-Übergangsfeld als gegeben ansehen, was ja oft so diskutiert oder auch in Frage gestellt wird. Das ist selbstverständlich. Wenn Sie Schimpansen mit Menschen vergleichen, werden Sie sehen, es gibt wenige Merkmale, die den Mensch wirklich vom Schimpansen unterscheidet. Das wäre aber jetzt ein Thema für eine spezielle Sendung. Der Dr. Löning hat ja, um seine Ansicht zu begründen, die Kambrische Explosion angeführt und genannt und auch dargelegt, dass wir dazu nichts Sicheres sagen können. Dort sei Raum für den biblischen Designergott. In Ihrem Buch ist über eine Theorie zur Kambrischen Explosion beschrieben, die dort als Zeichnung veranschaulicht ist. Und ich würde Sie gerne erst noch mal bitten, die Kambrische Explosion für unsere Zuschauer zu erklären, damit wir auch wissen, was das ist. Ja. Die Erde ist etwa 4,5 Milliarden Jahre alt. Die ältesten Lebensspuren bakterieller Art, die ältesten Bakterien, sind etwa 3.500 Millionen Jahre alt. Das ist der Zeitraum. Vor etwa 541 Millionen Jahren tauchen dann plötzlich innerhalb von 10 bis 20 Millionen Jahren, das ist schnell, ja? Also 541 bis 521, der Zeitraum, tauchen dann relativ rasch hartschalige, krebsartige Lebewesen auf. Vorher gibt es auch schon natürlich Tiere und Pflanzen, die aber Weichlinge waren, die keine harten Schalen hatten. Das waren eher so quallenartige bzw. algenartige Organismen, die in den Urozeanen gelebt haben. Es gibt selbstverständlich präkambrische Fossilien.
Und dieses plötzliche Auftreten innerhalb von etwa 10 Millionen Jahren wird als explosionsartiger Schub in der Evolution hartschaliger, wirbelloser Tiere interpretiert. Es tauchen auch die ersten Urformen der Wirbeltiere selber auf. Urfische tauchen auf. Okay, Sie haben da jetzt, wie gesagt, das Schema veröffentlicht. Das können Sie mal vielleicht kurz erklären. Da sind ja interessante Tierchen drauf. Ja, wir sehen also links oben bei A, unten haben wir kambrische Rekonstruktionen. Das Szenario, es kam im frühen Kambrium zu Unterwasservulkanausbrüchen, zur Erderwärmung, zur Eisschmelze, zum Anstieg des Meeresspiegels. Das ist belegt durch entsprechende geologische Studien. Überflutung der Uferbereiche, Erosion von Gesteinsschichten, Calcium-Phosphat-Ionen-Level sind angestiegen. Es kam dann zu einem Algenwachstum, zum Anstieg des Sauerstoffgehalts, zum Anstieg der Calciumkonzentration, vor allem in den Meeren. Und das führt jetzt zu einer Biomineralisation. Das heißt also, dass sich Lebewesen quasi unter Ausnutzung dieser Calcium-Ionen, Calciumcarbonat, im Wasser eine Schale zulegen können. Und dieses Szenario, also dieses Modell der kambrischen Explosion, wird durch eine Fülle von Fakten belegt, erklärt natürlich viel mehr als jetzt die Aussage, da war ein Designergott, denn diese Aussage erklärt alles und somit nichts. Ah, okay. Herr Löning hat ja auch dargelegt, wenn ich mich richtig erinnere, dass der Naturalismus der etablierten Biologen ein Denkverbot bzw. Dogma ist. Sie würden damit den Designergott aber von vornherein ausschließen und diese Vorgehensweise sei nicht akzeptabel. Wie ist Ihre Einschätzung dazu? Ja, da habe ich schon vor 20 Jahren mit Herrn Dr. Wolf-Egerhard Löning harte Auseinandersetzungen geführt. Zu dem Thema habe ich ja auch außer dem Roten Buch noch 5 andere Fachbücher veröffentlicht, die wir am Ende vielleicht noch kurz andiskutieren können. Der Naturalismus ist quasi die Spielregel, nach der weltweit alle Biologen, Physiker, Chemiker arbeiten. Das bedeutet, wir erklären die Phänomene, die wir finden, aus sich selbst heraus, aus der Natur heraus. Wir klammern übernatürliche Glaubensinhalte, Götter, Geister, Designer, Mythen, Märchen, per Definition im Aus. Ich möchte es kurz erklären. Ich bin auch in den USA tätig seit vielen Jahren und ich kooperiere mit Leuten aus China, aus Taiwan, aus Indien und so weiter. Da gibt es Publikationen mit ganz vielen Autoren und die kommen alle irgendwo anders her. Würde jetzt der indische Wissenschaftler sagen, ja halt, ich glaube aber an den Buddha und der Chinese wird sagen, was weiß ich, glaubt das und da kommt der Katholik, dann wäre das gar nicht möglich. Das heißt, Wissenschaftler klammern ihre privaten Glaubensinhalte aus. Sonst gibt es keine Wissenschaft mehr. Und was der Herr Dr. Löning macht, er vermischt private religiöse Ansichten, den Glauben an einen Designergott, mit empirischen Fakten. Und das ist per Definition unwissenschaftlich. Na? Ja, Herr Löning führte ja auch aus, dass lebende Fossilien als Beweis gegen die Evolution vorhanden sind oder nicht vorhanden sind. Wird Darwin durch diese Urzeitlebewesen denn widerlegt? Das ist ja ich sehe das gerade andersrum. Schauen Sie, ein Beispiel. Nehmen wir mal die Krokodile. Im Erdmittelalter, habe ich im Lehrbuch auch alles dargestellt, im Erdmittelalter gab es hunderte von Krokodilarten. Heute gibt es gerade mal noch einige wenige. Die sind am Absterben im Grunde, maximal 20 vielleicht, wahrscheinlich schon weniger. Die Krokodile haben als Reliktpopulation in einem urtümlichen Lebensraum überdauert. Genauso wie der sogenannten Quastenflosser. Das ist also ein Fisch, der aussieht wie ein Fossil, was vor 300 Millionen Jahren gelebt hat. Diese Quastenflosser haben als winzige Reliktpopulation in irgendwelchen Tiefseehöhlen überlebt. Die lebenden Fossilien liefern uns einen Blick in die Urzeit. Sie belegen, dass ohne Selektionsdruck und ohne das Vorhandensein besser angepasster Lebensformen diese Oldtimer überdauern können. Sie sind aber in keinster Weise eine Widerlegung der Evolution, weil Evolution eine Tatsache ist. Die Fossilreihen belegen, dass unten die älteren Fische und oben die jüngeren Vierfüßer
auffindbar sind und dass Zellen von Zellen abstammen, Lebewesen von Lebewesen abstammen, DNA von DNA, dass sich die Umwelt verändert hat und deshalb Evolution stattgefunden hat, andauert erforscht werden kann, sonst würde ich nicht immer wieder neue Arten finden, wenn es keine Evolution gäbe. Ja, wir sprachen, glaube ich, auch über Menschen und Schimpansen. Da hat der Dr. Löning gesagt, Menschen und Schimpansen haben keine Übereinstimmung oder beziehungsweise es gibt Stichwort 98-prozentige Genübereinstimmung. Ich finde oder fand in Ihrem Buch dazu eine schöne Affe-Mensch-Grafik. Zeige ich mal, das ist ein schönes Bild. Ich weiß nicht, wer der Mensch ist, ob ich den kenne, aber... Ja, Sie sehen hier einen berühmten Menschen auf der linken Seite, einen Savannenbewohner aus den USA. Aus wie George Bush. Und rechts sehen wir einen Schimpansen, beide in einem psychologisch angeregten Zustand, sehr ähnliche Ausdrucksweise. Dieses Schema verdeutlicht, dass eben im Urwald die Schimpansen aus Urformen entstanden sind und in der Savanne eben wir Menschen, abgebleichte Schwarzafrikaner sind wir im Grunde. Und das Ganze ist verlaufen, im Rahmen von Populationen, die sich immer wieder anpassen mussten an neue Umweltverhältnisse. Wenn wir aber jetzt auf die DNA-Verwandtschaft zu sprechen kommen, da sieht es wie folgt aus. Ich habe in diesem Buch, das Gender-Paradoxon, auf Seite 225 exakt jene Zahlen niedergeschrieben mit Quellenangabe, die der Herr Dr. Löning nachlesen möge. Da steht alles drin. Mensch und Schimpanse haben, wenn man proteinkodierende Gene im Kerngenom betrachtet, eine Übereinstimmung von etwa 98,5%. Der Unterschied zwischen Schimpanse und Mensch liegt bei 1,5%. Das entspricht exakt dem Unterschied zwischen Mann und Frau. Männer und Frauen unterscheiden sich genetisch wie Schimpansen und Menschen. Das ist eine Kernaussage von diesem Buch. Es ist mir klar, dass man mit solchen Aussagen politisch unkorrekte Dinge sagt, aber als Wissenschaftler ist es mir gestattet, Fakten zu benennen. Das läuft im Rahmen der Wissenschaftsfreiheit. Nun hat Herr Löning ja auch in etwa angeführt, unter Verweis auf Ihr Buch, zur Entstehung des Lebens hätten wir überhaupt keine Vorstellung. Habe ich aber wiederum in Ihrem Buch, in dem roten Lehrbuch, was wir hier haben, gelesen. In dem roten Lehrbuch gelesen, dass da das Gegenteil eigentlich der Fall ist. Wie kommt diese Löningsche, nenne ich das mal, Einschätzung zustande? Wir haben auch wieder ein Schaubild dazu. Vielleicht müssen Sie da auch das ein bisschen erläutern. Ja, wie Sie aus meinem Wikipedia-Lebenslauf entnehmen können, bin ich ja auch Physiologe bezogen auf Pflanzen, aber auch Bakterien. Wir erforschen seit 15 Jahren mit heterotrophe Bakterien. Wir haben Artbeschreibungen publiziert und deshalb maße ich mir an, auch auf dem Gebiet kompetent urteilen zu können. Die Minimalzelle kann rekonstruiert werden, die sehen wir hier. Und wir sind heute so weit, dass wir Modellvorstellungen, die ich im Lehrbuch dargestellt habe, es gibt noch andere Grafiken dazu, formulieren können, wie vor etwa 3.800 Millionen Jahren unter Einschluss in Membranvesikel einfache zur Selbstvermehrung, das heißt Replikation, fähige Systeme entstanden sein könnten. Ich behaupte nicht, dass diese Rekonstruktionen jetzt das Geheimnis der ersten Zellentstehung vollständig entschlüsseln würden. Aber solange wir naturalistische, auf Experimente und Beobachtungen basierende Modelle haben, benötigen wir keine Mythen und Märchen, die alles und somit nichts erklären. Gäbe es überhaupt keinerlei Vorstellung zum Ursprung der ersten replikationsfähigen Zellen, dann wäre das 1:1. Wir haben aber Modellvorstellungen und die verdichten sich immer mehr. Und deshalb sind eben dieser Glaube an den biblischen Designergott, der ohnehin nichts in der Biologie verloren hat, schlicht und einfach überflüssig. Ja, Sie nehmen jetzt vielen Menschen die Hoffnung. Nein, Sie können glauben, was immer Sie wollen. Ja, ja. Jeder kann glauben, was er will. Nur bitte nicht den Glauben in die Wissenschaft einmixen. Ja, das Einzige, was ich sage. Darüber reden wir ja auch. Ja. Die Darwinisten behaupten, gemäß der Löningschen Aussage, Mutation und Selektion wären das Entscheidende, aber durch Auslese entsteht eben nichts Neues. Daher
dass das Designer-Gott-Argument also wichtig ist. Ist das eine Variante des biblischen Schöpferglaubens, auch Kreationismus genannt, wie wir das jetzt etwa mal in der folgenden Grafik kurz sehen könnten? Ja, in dieser Lehrbuchgrafik habe ich das Kontinuum vom flachen Erde-Kreationismus. Es gibt also 200 kalifornische Männer und Frauen, die glauben, die Erde wäre eine Scheibe und glauben, dass auf dieser Erdscheibe vor ein paar tausend Jahren Adam und Eva entstanden sind. Das ist der flache Erde-Kreationismus. Über den alten Erde-Kreationismus, den Intelligent Design-Glauben, bis hin zur theistisch und naturalistischen Evolution. Das ganze Kontinuum habe ich hier abgebildet. Intelligent Design ist also kein flacher Erde-Kreationismus, sondern liegt irgendwo in der Mitte. Jetzt komme ich zu Ihrer Frage, Punkt 1. Das Wort Darwinismus ist unsinnig, weil Ismen grundsätzlich Ideologien sind, wie Marxismus, wie Sozialismus, wie Katholizismus. Es gibt in der Evolutionsbiologie keine Ismen und keine Dogmen, sondern Erkenntnisse, Fakten, die ergebnisoffen interpretiert werden. Darwin hat überhaupt keine Mutationen gekannt. Die wurden erst 1905, lang nach seinem Tod, von de Vries entdeckt damals. Und es geht in der Evolutionsbiologie, bei der Artbildung und vor allem auch bei der Anpassung an Lebensräume, an neue Lebensräume, um die sogenannte gerichtete natürliche Selektion. Um es kurz zu machen, diese Aussagen, das sind Taschenspielertricks von Leuten, die mixen Fachbegriffe zusammen, das klingt dann klug, und der Laie fällt drauf rein. Um es mal kurz, nur mal kurz zu sagen, wir sitzen hier und unterhalten uns über Evolution, weil sich unsere Eltern zweigeschlechtlich, das heißt sexuell, fortgepflanzt haben. Und unsere Eltern haben existiert, wenn sie noch leben, meine sind verstorben, weil sich die Eltern unserer Eltern uns fortgepflanzt haben. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Und wenn Sie das zurückverfolgen, tausende von Generationen. Und dann bedenken, dass sich die Umweltverhältnisse ja immer verändert haben. Nichts bleibt konstant. Ja? Dann wird doch klar, dass immer nur jene Individuen, die angepasst sind an die neue Umwelt und sich fortgepflanzt haben, in ihren Nachkommen überdauert haben. Das ist Evolution. Das ist einfach ein logisches Postulat. Da gibt es überhaupt nichts dran zu rütteln. Dann könnte man auch keine neue Arten entdecken. Es ist leider so, dass ich das als Kreationismus kennzeichnen muss. Der Herr Dr. Lönnig verbreitet eine Variante des biblischen Schöpfungsglaubens unter der Tarnkappe des Intelligent Design, steckt aber in Wirklichkeit die Bibel. Darauf hat er ja auch mehrfach hingewiesen. Ja, gut. Also da haben wir wieder, dass jeder ja nun glauben darf, was er möchte. Selbstverständlich, das halte jeder ich für kann ganz glauben, wichtig. Was er will. Nach der Löningschen Aussage gab es ja auch Züchtungsforschungen am Institut in Köln. Und da wurde auch darauf hingewiesen, diese Pflanzenzüchtungen wurden mit Strahlen be- oder verstrahlt und es gab keine Mutationen. Und es ist kein einziges Mal eine Mutation entstanden und damit sollte eben auch der Darwinismus widerlegt werden. Ja, das kann man ganz einfach wie folgt kontern. Im Kern geht es noch um andere Dinge. Herr Dr. Lönnig und andere Vertreter des Intelligent Design Kreationismus behaupten, dass durch Mutationsexperiment, durch Mutagenese-Versuche, durch unkontrollierte Mutagenese, niemals neue Arten entstanden sind. Das kann auch gar nicht der Fall sein, denn Arten entstehen im Tierreich durch geografische Trennung von Populationen, die dann neuen Selektionsbedingungen unterliegen. Ich habe selber Arten entdeckt und beschrieben und habe auch Modelle beschrieben, wie Arten entstehen im Tierreich. Bei Pflanzen gibt es einen speziellen Modus der Artbildung. Bei Pflanzen, bei sehr vielen Blütenpflanzenspezies, da kommt es zu einer Verpaarung von Einzelindividuen, die eigentlich verschiedene Arten darstellen, ein seltenes Zufallsereignis, und dann zur Verdoppelung der Chromosomenzahl, das heißt durch Hybridisierung und Polyploidisierung. Das heißt also, Mutationen und vor allem durch zweigeschlechtliche Fortpflanzung, durch Rekombination entstehen variable Nachkommen. Ja? Und diese variablen Nachkommen unterliegen dann einer selektierenden Umwelt. Ja? Jene Individuen, die überleben und sich fortpflanzen, bleiben erhalten. Jene Individuen, die kinderlos bleiben, sterben aus, sodass also die Evolution nach ganz anderen Naturgesetzmäßigkeiten arbeitet, als Herr Dr. Lönnig es Ihnen hier hat versucht, weiszumachen. Ja gut, also wollen wir es mal von der anderen Seite beleuchten. Nach der Lönnigschen Ansicht
hätten Sie in Ihrem Lehrbuch ja keineswegs die Argumente für ein Designergut widerlegt, wie Sie dort aber behaupten und in einem Bild dargestellt haben. Was erklärt denn eigentlich intelligentes Design? Wir haben mal hier so ein schönes Bildchen. Ja, dieses Buch bringt genau den Schöpfungsmythos, wie er 1858 noch modern war, bevor Darwins Artenbuch rauskam, auf den Punkt. Wir sehen ein übernatürliches männliches Wesen und dieses Wesen soll gemäß dem Schöpfungsmythos die Tiere und Pflanzen erschaffen haben. Es ist völlig klar, dass dieses Modell alles und somit nichts erklärt. In den Naturwissenschaften gelten nur spezifische Erklärungen. Warum bekommen Menschen, wenn sie älter werden, Rückenprobleme? Das kann man erklären, weil unsere Wirbelsäule eigentlich von einem affenartigen Tier abstammt und durch das sekundäre Aufrichten die Probleme entstehen. Das heißt, spezifische Fragen werden konkret beantwortet. Die Aussage, der Designergott hat uns gemacht oder die Pflanze kreiert, erklärt überhaupt nichts. Und das hat auch der berühmte Charles Darwin schon erklärt. Ich muss noch einen Satz zum Schluss anfügen, ein wichtiger Satz. Herr Dr. Löning und andere Kreationisten fordern immer lückenlose Kausalketten, das heißt Erklärungen ohne Lücke. Würde man dieses Kriterium an medizinische Forschung anwenden oder an andere Gebiete anwenden, dann wäre nichts geklärt, ja? Weil es kaum irgendwo eine völlig lückenlose Erklärung in der Biologie oder Medizin gibt. Wir haben überall Erkenntnislücken. Und deshalb ist dieses Postulat, ihr müsst mal alles ganz genau erklären, auch wieder ein Trick, um eben Glaubensinhalte in die Biologie einzuflechten, sage ich mal, und somit den Naturalismus aufzuweichen und somit letztlich das naturwissenschaftliche Denken zu unterwandern. Durch Zufall kann aber weder eine Zelle noch ein Grashalm entstehen, hat Herr Löning ja auch gesagt. In der Bibel wird demgegenüber die göttliche Schöpfung des Lebens im Detail beschrieben. Und das ist doch eine viel bessere Erklärung als die darwinistische Zufallstheorie, wurde mir berichtet. In einer Ihrer Lehrbuchgrafiken ist das Evolutions- bzw. Schöpfungsszenario anschaulich dargestellt. Das müssen wir auch mal wieder einblenden. Das können Sie kurz erklären. Ja, ich habe in dem von Herrn Löning kritisierten Kapitel, wo ich die Argumente der Kreationisten Punkt für Punkt entkräftet habe, mir ist nie mitgeteilt worden, wo ich falsch liege. Ich fordere die Kreationisten auf, mir zu sagen, wo ich da falsch liege. Und das Schema zeigt auf der einen Seite die durch Fossilienabfolgen belegte Tatsache der Evolution und das Schöpfungsszenario, wie es in der Bibel dargestellt ist. Es wird jedem Mensch, der logisch denken kann und nicht weltanschaulich irgendwie völlig verblendet ist, einleuchten, dass dieses Schöpfungsszenario natürlich auf Annahmen beruht, junge Erde zum Beispiel, gleichzeitige Entstehung aller Lebewesen, die nicht in irgendeiner Form in Übereinklang zu bringen sind mit dem, was wir heute wissen. Ich möchte das Ganze damit abschließen. Das Thema ist so wichtig, dass ich eben 5 Bücher dazu plus das Rote Lehrbuch veröffentlicht habe, weil letztlich die kreationistischen Angriffe gegen die Evolutionswissenschaften, gegen den Naturalismus, gegen die Biomedizin, unser naturwissenschaftliches Weltbild und somit auch die Aufklärung und somit auch das gesamte moderne Leben in Frage stellen. Ich möchte nicht zurück ins erkenntnistheoretische Mittelalter, wo Götter, Geister und Designer das Sagen hatte, denn dazu kommen wir dann ganz schnell zu dem Problem Hexenverbrennung und solche Dinge. Das wollen wir nicht. Naja gut, das wollen wir auf keinen Fall. Sie haben zum Thema Kreationismus eine ganze Serie von Fachbüchern geschrieben, die blenden wir jetzt mal ein. Und wenn sich jemand damit beschäftigen möchte, kann er sich das eine oder andere ja im Buchhandel zulegen. Ich denke, da hat er auch viel zu tun und wir sind gespannt, welche wissenschaftlichen Resonanzen unser Gespräch bringt. Ich danke Ihnen, dass Sie da waren.